So, wir wollen noch einmal einen Term rechnen, einen etwas längeren Term mit Plus und Mal und Minus und geteilt und mit Potenzen und mit Dezimalzahlen und mit Brüchen. Das heißt, wir müssen als allererstes entscheiden, ob wir mit Brüchen oder mit Dezimalzahlen rechnen wollen bzw. müssen. Und da sehen wir hier die ein Drittel. Und die lässt sich nicht in eine abbrechende Dezimalzahl umwandeln. Also müssen wir alles mit Brüchen rechnen. Das heißt, wir schreiben uns das entsprechend um. 2,5 sind 25 Zehntel plus ein Drittel mal 7 Zehntel minus 1/2 hoch 2 geteilt durch 3 Zehntel. Im nächsten Schritt müssen wir entscheiden, was zuerst gerechnet werden muss. Das heißt, hier haben wir Punktrechnung und hier haben wir auch Punktrechnung. Aber in der Punktrechnung müssen wir aufpassen, da kommen zuerst die Potenzen. Also ist die nächste Zeile 25 Zehntel, können wir auch gleich kürzen. Dann sind das 5 Halbe plus 7 Dreißigstel. Schreibt immer genau untereinander. Plus unter Plus, Minus unter Minus. Dann wird es immer schön übersichtlich. Hier müssen wir jetzt zuerst tatsächlich die Potenz ausrechnen. 1/2 mal 1/2. Nochmal zur Wiederholung. 1/2 hoch 2 ist ja nichts anderes. 1/2 mal 1/2. Also ist das 1/4. Geteilt durch 3 Zehntel können wir gleich schreiben mit dem Kehrbruch multiplizieren. Jetzt schauen wir wieder. Plus, Minus, hier ist eine Punktrechnung. Also muss das gerechnet werden, bevor wir alles andere rechnen. 5/2 plus 7/30 minus. Und jetzt können wir hier noch über Kreuz kürzen. Durch 2, dann sind hier 5 und hier bleiben 2 übrig. Und dann ist es Zähler mal Zähler, also 1 mal 5 sind 5. Und 2 mal 3 sind 6. Jetzt müssen wir alles auf den gleichen Nenner bringen. Dann schauen wir, welcher Nenner am besten passt. Und das sind die Dreißigstel. Also müssen wir jeden Bruch auf Dreißigstel bringen. Hier beim ersten müssen wir also mit 15 erweitern. 5 mal 15 sind 75. Hier sind es schon Dreißigstel und hier müssen wir mit 5 erweitern, also sind es 25 Dreißigstel. Und dann können wir ausrechnen. Hier ist es geschickt, vielleicht lieber einen Rechentrick wieder anzuwenden. Hier sehen wir die 75 Dreißigstel und dann könnten wir erstmal die 25 Dreißigstel abziehen. Dann hätten wir 50 Dreißigstel. Und dann rechnen wir erst die 7/30 dazu. Und dann wäre das Ergebnis 57/30 oder ein 27/30. Und Achtung, das können wir noch kürzen. Das geht beides durch 3. Dann wären das 9 Zehntel, also ein 9 Zehntel. Und dann ist die Aufgabe erst fertig. Okay, das waren Terme noch mal etwas komplizierter.